Haben Sie die Polizei gerufen? Ja, und Sie sind schnell gekommen. Das muss man sagen. Als alles still war, bin ich dann rausgegangen ins Treppenhaus, bin hinauf und habe bei Thomas Salzer geklingelt. Heißt ja Nachbar so. Ja, aber niemand hat aufgemacht. Diese Musik, das geht schon die ganze Zeit so. Einen Schuss haben Sie gehört? Ja. Ist da die Musik schon gelaufen? Doch, weiß ich nicht. Kann sein. Glauben Sie mir nicht? War Herr Salzer denn überhaupt zu Hause? Meine Frau und ich haben deutlich Stimmen gehört. Und die Musik nicht? Doch, was soll ich denn doch alles? Probier mal, ob du die Tür aufbringst. Ach, Sie sind noch da. Sie auch? Ja, ich habe irgendwo mein Portemonnaie liegen gelassen. Und, haben Sie es gefunden? Nee. Soll ich Ihnen was leihen? Ich weiß genau, ich habe einen 50-Mark-Schein rausgenommen, weil ich noch Blumen besorgen will, und dann habe ich es irgendwo hingelegt. Blumen? Tun Sie mir einen Gefallen? Welchen? Wenn irgendjemand anruft. Wir sind nicht mehr da. Da war es vorher da. Hm? Bleiben Sie draußen, rühren Sie nichts an! Besser, Sie gehen jetzt. Ist er denn tot? Ja. Und? Nix. Ja, Siska? Ja, was ist denn mit den anderen? Oh, verstehe, alles klar. Okay, danke, ciao. Tote in der Agnesstraße. Ich sag schnell den Kollegen Bescheid, die Dienst haben. Die sind leider alle im Einsatz. Na toll. Ich fahre schon mal vor, informieren Sie Herr Ader. Was war denn da? Ist das Ihr Portemonnaie? Jetzt brauche ich mal nur ein paar Blümchen und ein bisschen Zeit fürs Privatleben. Bis gleich. Wer bist denn du? Warum hast denn du die Tür nicht aufgemacht, als wir geläutet haben? Die ganze Familie. Seine Frau? Nehme ich mal an. Wo ist sie? Ich habe mit den Nachbarn gesprochen. Die sind zum Glück sehr gesprächig und neugierig. Die Frau hat Thomas Salzer vor 2 Jahren verlassen. Von einem Tag auf den anderen. Und den Jungen hat sie zurückgelassen? Offenbar. Ist was dabei? Das vielleicht. Wo ist der Junge jetzt? Siska hat ihn erstmal hier rausgebracht. Die sitzen oben auf der Treppe. Er ist unser einziger Zeuge. Es wird uns wirklich
sehr helfen, wenn du uns sagst, was geschehen ist. Pass auf. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich stelle dir eine Frage und du brauchst nur mit dem Kopf zu nicken. Das heißt ja. Oder den Kopf zu schütteln, das heißt nein. Oliver, weißt du, was in eurer Wohnung passiert ist? Nein? Hast du gesehen, wer auf deinen Papa geschossen hat? Wer? Ich kann dir nicht sehr behilflich sein. Versuchen Sie es. Die Todesursache? Schuss in die Brust. Entfernung. Der Mörder und das Opfer müssen sich ziemlich dicht gegenübergestanden haben. Todeszeit. Alles deutet darauf hin, dass es zu diesem Zeitpunkt geschehen ist, als die Nachbarn da unten den Schuss gehört haben. Aber genaueres später. Ich gehe. Sie können die Leiche wegbringen lassen. Nee, Sie können da jetzt nicht rein. Natürlich kann ich. Moment. Was gibt's denn? Wo ist der Junge? Wer sind Sie? Ich will wissen, wo Oliver ist. Ist er etwa auch tot? Jetzt beruhigen Sie sich da erstmal. Dem Jungen ist nichts passiert. Er ist in Sicherheit. Moment. Vorsicht. Jetzt sagen Sie mir doch erstmal, wer Sie sind. Der Ermordete ist mein Bruder. Ich bin Gideon Salzer. Oliver ist mein Neffe. Ich will ihn mitnehmen. Moment mal, woher wissen Sie überhaupt, was hier passiert ist? Mein Gott, ein Nachbar hat mich angerufen. Der Junge hat doch sonst niemanden mehr. Ich bin jetzt der Einzige für ihn. Also, wo ist er? Wie geht's Ihnen? Ist noch nicht viel rauszukriegen aus Ihnen. Weiß er? Dass sein Vater tot ist. Ja. Das ist Herr Gideon Salzer, der Bruder des Toten. Er möchte den Jungen mitnehmen. Ja. Wo ist die Mutter? Wissen Sie, wo die Mutter ist? Das letzte Mal, als ich meinen Bruder gesehen habe, da hat er gesagt, die ist irgendwo im Norden. Die ist Fotografin. Ist viel unterwegs. Ich glaube auch nicht, dass sie das Kind nehmen würde. Sie hat es ja seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Bei mir hat es da ganz gut, glaube ich. Na gut, dann fragen wir den Jungen. Oliver? Oliver, dein Onkel Gideon ist hier. Willst du das, Oliver? Und, gibt's irgendwas Brauchbares? Nicht viel. Das Foto einer Frau. Name und Telefonnummer stehen hinten drauf. Marianne Goldberg heißt sie. Und, was noch? Der Tote war Inhaber einer Import-Export-Firma. Konnten Sie die Adresse von der Mutter des Kleinen rausfinden?
Ja. Die hat ihren Mädchennamen wieder angenommen. Gabriele Riemann heißt sie. Wohnt etwas außerhalb der Stadt. Adresse, Telefonnummer habe ich. Was denn mit dem Bruder? Wie heißt der, dieser Gideon Salzer? Den haben wir ja noch gar nicht verhört. Ist besser, kümmert sich erstmal um den Jungen. Fahren Sie morgen raus zu der Mutter. Na. Und ich werde mich in der Firma umsehen. Bei ihr auch. Genau mein Typ. Apropos, Blümchen gibt's übrigens nur noch am Hauptbahnhof. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Wieso Blume? Das geht dich nichts an. Nimm doch die. Du warst auch schon komisch, ja? Und dann gute Nacht. Guten Morgen. Bitte draußen warten. Es tut mir leid, aber ich bin von der Polizei. Sie wollen bestimmt den Chef sprechen, aber der ist nicht da. Gibt es einen Geschäftsführer? Herr Hofberger. Gut, einverstanden. Verständigen Sie Herrn Hofberger. Ich muss schon wissen, worum es geht. Könnte es vielleicht sein, dass Sie ein bisschen neugierig sind? Dass Ihr Chef heute nicht gekommen ist, ist kein Zufall. Er wurde gestern Abend erschossen. Mit sowas macht man keine Scherze. Es ist leider kein Scherz. Mein Name ist Hofberger. Kommen Sie bitte mit. Oliver hat mir schon gesagt, dass Sie kommen. Wie geht's Ihnen? Den Umständen entsprechend. Wir reden nicht über das, was gestern passiert ist. Ich versuche, so normal wie möglich mit ihm umzugehen. Das ist wohl das Beste. Ich würde gerne einen kleinen Spaziergang mit ihm machen. Er ist ein wichtiger Zeuge, nicht wahr? Der Einzige. Ich möchte aber nicht, dass Sie Druck auf ihn ausüben. Nichts liegt mir ferner. Aber der Mörder weiß auch, dass Oliver ihn gesehen hat. Am besten, Sie fragen ihn selbst, ob er mitgehen möchte. Oliver, kommst du mal eben? Morgen, Oliver. Hey, ist schön draußen. Hast Lust auf einen kleinen Spaziergang? Oder ein bisschen kicken? Hast einen Ball? Hallo? Hallo? Mein Name ist Wiegand, Kripo München. Sind Sie Frau Gabriele Riemann? Nein, Gabriele ist nicht da. Schade. Es wäre aber schon wichtig. Sie kommt heute von einer Reise zurück. Wann? Kommen Sie herein. Sie können einen Kaffee trinken und auf Sie warten. Sie muss bald hier sein. Sie können gleich sagen, es geht mich nichts an, aber was wollen Sie von Gabriele? Es geht um Ihre Familie. Ja. Sie hat einen Sohn. Ja. Oliver. Ja, sie darf ihn nicht sehen. Ihr Mann erlaubt es nicht. Warum nicht? Gabriele hat ihren Mann verlassen vor 2 Jahren. Meinetwegen. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Herr Salzer wurde erschossen in seiner Wohnung. Dass es in der Wohnung geschah, das habe ich nicht gesagt. Wer hat ihn denn erschossen? Wissen Sie es? Ach, was soll das denn? Was ist das für eine Art von Firma? Womit handeln Sie? Import-Export. Wir importieren Waren und exportieren Waren. Das habe ich begriffen. Aber was für Waren? Waren aller Art.
Zum Beispiel? Aus Asien importieren wir zum Beispiel Textilien. In die ehemaligen Ostblockländer exportieren wir Medikamente. Sind Sie jetzt klüger? Was für Medikamente zum Beispiel? Das ganze Sortiment. Legal oder illegal? Also jetzt reicht's. Schluss jetzt. Na ja, gut. Ich werde jetzt jemand vom Wirtschaftsdezernat herkommen lassen und er wird Ihre Geschäftsunterlagen überprüfen. Bis es soweit ist, versiegle ich das Büro hier. Dazu haben Sie kein Recht. Oh doch. Ich muss nur ein Telefongespräch führen, kann ich mal. Oh nein! Hey, du spielst gut. Spielst du im Verein? Hä? Bei deinen Dribbelkünsten? Oliver! Oliver, ich hab gehofft, wir reden ein bisschen miteinander. Ich muss ja die Person finden, die auf deinen Papa geschossen hat. Und du bist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Es waren Einbrecher. Wir haben im Zimmer gesessen, mein Vater und ich. Er hat mir vorgelesen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Hey, das kenne ich. Das war immer mein Lieblingsbuch. Plötzlich stand ein fremder Mann im Zimmer. Er hat auf meinen Vater geschossen und ist gleich wieder rausgerannt. Ein Einbrecher, sagst du? Ist aber nichts geklaut worden. Es war ein Einbrecher! Wie sollte er sonst reinkommen? Ja, da hast du auch wieder recht. Komm. Das ist sie. Ich denke, es ist besser, wenn ich es ihr sage. Geh in mein Arbeitszimmer. Ich bring das schon mal nach oben. Dein Geheimweg hier? Aha. Hast du mit deinem Papa auch ab und zu Fußball gespielt? Nee, nur mit Onkel Gideon. Ja, und in der Schule? Gehst du nicht gerne hin? Nee. Sag mal, deine Mama, wie lange hast du die jetzt eigentlich... Oliver! Zurück, Oliver.
Nein, es sind Ferien. Hat er Freunde? Nein. Als seine Mutter ihn verlassen hatte, hat er Probleme bekommen. Ist zum Einzelgänger geworden. Kann ich einen Augenblick mit reinkommen? Ja, natürlich. Jetzt nicht! Wer immer Sie sind! Ich hasse es, bei der Arbeit gestört zu werden. Hauen Sie ab! Ich muss Ihnen was sagen. Sie kennen doch einen Mann namens Thomas Salzer. Jedenfalls haben wir Ihr Foto in seiner Wohnung gefunden. Das geht die Polizei nichts an, mit wem ich ins Bett gehe. Thomas Salzer ist gestern Abend erschossen worden. Das geht die Polizei etwas an. Machen Sie die Tür zu und setzen Sie sich. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich bin müde. Es war eine lange Fahrt. Haben Sie denn keine Fragen? Angela hat mir alles erzählt. Thomas ist tot. Ich habe eine eigenartige Entdeckung gemacht. Es berührt mich nicht. Wissen Sie, es geht mir im Moment gar nicht so sehr um Ihren Mann, sondern um Ihren Sohn, Oliver. Wir müssen davon ausgehen, dass Oliver alles mit ansehen musste. Er kennt den Mörder seines Vaters. Ich habe meinen Sohn seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und warum nicht? Muss ich darüber reden? Nein. Ich habe meinen Mann verlassen wegen einer Frau. Er hat hysterisch reagiert. Und hat mir verboten, mein Kind zu sehen. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Wer hat das gemacht? Wir werden das herausfinden. Warum hat man ihn erschossen? Das wollte ich Sie gerade fragen. Geschäfte gemacht. So viel habe ich rausgekriegt. Es ging um Medikamente, die er im Osten verkaufte. Und? Naja, irgendwas an diesen Geschäften war faul. Was weiß ich? Keine Ahnung. Hören Sie, ich bin Künstlerin. Mich haben andere Eigenschaften von Thomas interessiert. Welche? Ach. Er hat sich für meine Arbeit interessiert. Er hat ein sicheres Gefühl dafür, was wertvoll und was falsch war. Wenn ihm ein Bild von mir nicht gefallen hat, dann wusste ich ganz genau, ich habe irgendetwas falsch gemacht. Ja, das habe ich an ihm bewundert. Außerdem hat er fabelhaft Klavier gespielt. Wussten Sie das? Moment. Ich zeige Ihnen mal was. Ah, ja. Ja. Setzen Sie sich doch einfach dahin. Schmeißen Sie das Zeug irgendwo auf den Boden. Das sind ja Sie. Ja, ich und mein Bruder Thomas. Wir waren ein ziemlich bekanntes Klavierduo. Wir waren wirklich nicht schlecht damals.
Bruder war auch Musiker? Ja, sogar ein besserer als ich. Wir haben uns zusammen eine Karriere aufgebaut. Wieso? Ich dachte... Ja, mein Bruder ist ausgestiegen. Gerade als es so richtig losging. Warum ist er ausgestiegen? Das habe ich bis heute nicht begriffen. Er ist ein Kaufmann geworden. Leider ein ganz schlechter. Und Sie? Ich habe mich dann alleine durchgeschlagen. Getingelt. Von Auftritt zu Auftritt. Cafés, Bars, Musicalproduktionen. Und wo waren Sie gestern Abend? Sie meinen zu der Zeit, als mein Bruder getötet wurde? Ich muss Sie das fragen. Ich hatte gestern Abend kein Engagement. Ich war hier, hab ferngesehen. Allein? Ja, allein. Leider. Wiederkommen müssen, Herr Salzer. Hab ich mir gedacht. Wo ist Oliver? In seinem Zimmer. Er hat ja ein eigenes Zimmer. Ja, er war sehr oft hier zu Besuch und immer sehr gerne. Da habe ich ihm ein Zimmer eingerichtet. Kann ich das mal sehen? Warum nicht? Ich hätte um Oliver kämpfen müssen. Mein Mann hat alles versucht, mir Oliver zu entfremden. Er hat nur schlecht über mich geredet. Unsere Beziehung ging wohl über sein Fassungsvermögen. Wollen Sie noch weiter zuhören? Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich habe Thomas deshalb gehasst. Ich hätte vor Gericht gehen können. Ich wollte nicht alles noch schlimmer machen. Ich lebe mit einer Frau zusammen. Ich hätte alle gegen mich gehabt. Ich habe aufgegeben. Ich hatte nicht die Kraft zu kämpfen. Und was wollen Sie jetzt tun? Oliver ist bei seinem Onkel, hat Angela gesagt. Wenn alles vorbei ist, werde ich es versuchen. Was wollen Sie versuchen? Oliver zurückzuerobern. Ich darf jetzt keine Fehler machen. Oliver ist mein Sohn und ich habe das Recht, ihn zu lieben. Und er soll wieder lernen, mich zu lieben. Kann ich die Bilder mal sehen? Schenke ich dir. Danke. Danke. Ich bin schon raus. Ich muss zur Probe, Oliver. Willst du mitkommen? Ach so. Wo waren Sie gestern Abend gegen 20.30 Uhr? Ich verstehe. Thomas ist tot und ich hätte ein Motiv. Also, wo waren Sie? Auf der Autobahn. Ich bin auf einen Parkplatz gefahren und habe ein paar Stunden in meinem Auto geschlafen. Ah ja.
Dankeschön. Oliver, was hast du den Polizisten denn gesagt? Dass ich nichts weiß. Ich habe nichts gesehen. Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon. Schauen Sie sich das mal an hier. Der Junge hat die Bilder gemalt, er hat sie mir geschenkt. Kann man sich lebhaft vorstellen, wie es in ihm aussieht. Mag mich nicht. Ach was, Unsinn. Bist du auch von der Polizei verdächtigt? Weiß ich nicht. Oliver hat übrigens alles gesehen. Was meinst du damit? Er hat den Mörder gesehen? Ja, er war Zeuge. Setzen Sie sich, Frau Goldberg. Hören Sie, das ist die Aussage eines dummen, kleinen, verzogenen Jungen. Er ist ein Zeuge. Ja, 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 aber Oliver war schon immer ein etwas verlogener und verwöhnter Junge. Sein Vater hat ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Er konnte machen, was er wollte. War er vielleicht eifersüchtig auf Sie? Jetzt mal im Ernst, was soll ich hier? Erzählen Sie mir, was Sie gestern Abend gemacht haben. Der Junge hat eindeutig gesagt, Frau Goldberg hätte auf seinen Vater geschossen. Also, Frau Goldberg, wo waren Sie gestern Abend? Mein Gott, ich war zu Hause. Und zwar allein. Ich habe 2 Flaschen Rotwein getrunken, bin auf dem Sofa eingeschlafen. Also haben Sie kein Alibi? Aber ein Motiv. Sie war mit Thomas Salzer liiert und hatten ein Verhältnis mit seinem Bruder Gideon. Ja, und? Und deswegen ein Mord begehen, ist doch absurd. Ihr Männer nehmt euch wirklich zu wichtig. Danke. Sie können gehen. Aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Menschenskind, wieso lassen Sie gehen? Na, weil der Junge nicht glaubhaft ist. Erst war es ein Einbrecher, dann diese Frau. Haben Sie was in der Firma rausgekriegt? Ja, da ist was faul. Ich habe die Akten versiegeln lassen und gehe gleich mit einem Kollegen vom Wirtschaftsdezernat wieder hin. Mhm. Und die Mutter? Hat die ein Motiv gehabt? Vielleicht. Der Mann hat ihr jeglichen Kontakt mit dem Kind verboten. Hätte sie doch um Sorgerecht klagen können. Dazu fehlt ihr, glaube ich, der Mut. Diese Frau hat Hemmungen. Wieso? Die lebt mit einer Frau zusammen. Guten Tag, Herr Siska. Wir können, Jakob. Oder hast du es dir anders überlegt? Nee, nee, alles klar. Bis später.
Problem ist der Junge. Der erfindet Geschichten. Ich muss herausfinden, warum. Wir müssen noch mal zu der Mutter fahren. Und Oliver, nehmen wir mit. Das geht nicht. Wieso? Das geht nicht. Die beiden haben sich 2 Jahre nicht gesehen. Das kann man doch nicht machen. Ja, was soll ich denn machen? Der Junge ist mein einziger Zeuge und lügt mir die Hucke voll. Also ich halte das für keine gute Idee. Aber bitte, die sind der Boss. So ist es. Oliver, weißt du, wo die jetzt hinfahren? Hm? Wie lange hast du deine Mama nicht mehr gesehen? Hm? Wollen wir nicht lieber wieder umkehren? Das bringt doch alles nichts hier. Erst warst du ein Einbrecher, dann warst du eine Freundin von deinem Papa und beim nächsten Mal ist wohl deine Mama dran, oder? Ja, sie war's ja auch. Was? Sie hat es getan. Sie hat auf meinen Vater geschossen. Sie hat eine Pistole aus ihrer Handtasche genommen. Und glauben Sie mir jetzt? Unglaublich, wie fahrlässig diese Leute waren. Fahrlässig? Ich meine, das ist kriminell. Unser Thomas Salzer hatte Verbindungen. Würden Sie uns bitte allein lassen? Also, dieser Thomas Salzer hatte Verbindungen zu einer Verwertungsgesellschaft, in der Medikamente vernichtet wurden, deren Verfallsdatum abgelaufen war. Und? Die Medikamente wurden nicht vernichtet. Salzer kaufte sie zu einem Spottpreis auf, fälschte das Verfallsdatum und verkaufte die Medikamente in den Osten. Verfallene Medikamente, die können tödlich sein. So ist es. Herr Hofberger, Sie haben einiges zu erklären, Herr Hofberger. Sie werden uns aufs Präsidium begleiten. Riemann? Guten Tag, mein Name ist Siska. Ich leite die Untersuchung im Mordfall Ihres Mannes. Warum haben Sie das getan? Was? Warum haben Sie Oliver mitgebracht? Wollen Sie ihn nicht sehen? Es geht doch nicht um mich, es geht um ihn. Er hat Sie beschuldigt, Ihren Mann umgebracht zu haben. Oliver? Dass du nicht mit mir sprechen willst. Ich bin einfach weggegangen vor 2 Jahren. Das hast du nicht verstanden. Aber ich habe dich nie vergessen, Oliver. Ich habe jeden Tag an dich gedacht. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Das war zu früh. Glauben Sie, es macht mir Spaß. Ich habe den Mordfall zu klären. Trotzdem. Aber irgendwann, dann wird er mich akzeptieren. Und ich sage Ihnen noch was, ich habe den Thomas nicht getötet.
Augenblick noch. Wenn der Kollege begriffen hat, dass er matt ist, dann stehe ich Ihnen zur Verfügung. Schlechter Verlierer, was? Ja, das sind Sie alle. Ich bin zwar nur ein armer Musiker, aber kann ich Ihnen trotzdem etwas anbieten? Ihren Schulden nachzuurteilen, scheinen Sie ja mit Geld recht großzügig umzugehen. Wie meinen Sie so recht? 20.000 Gideon, 8.000, 11.000 Gideon. Sie hatten Schulden bei Ihrem Bruder. Ist das verboten? Nein. In diesem Büchlein stehen auch kaum verschlüsselte Zahlen über ein Geheimkonto in Luxemburg. Wahrscheinlich Schwarzgeld. Der das Codewort kennt, ist vielleicht ein reicher Mann. Tja, vielleicht. Kennen Sie das Codewort? Worauf wollen Sie hinaus? Mein Bruder hat mir das Geld freiwillig gegeben und gern. Haben Sie ihn erpresst? Das wird ja immer abenteuerlicher. War mein Bruder denn erpressbar? Wissen Sie denn, womit Ihr Bruder sein Geld verdient hat? Haben Sie es herausgefunden? Ja. Donnerwetter. Gratuliere. Ich bringe ihn Oliver zurück. Was machst du denn hier? Ich bin gerade fertig. Komm, wir können gehen. Lass uns gut auf ihn auf. Ciao, Oliver. Wie viel Schulden hat er gehabt bei seinem Bruder? Zusammengerechnet 58.000. Das Geheimkonto in Luxemburg, das... Also, was ich überhaupt nicht verstehe, wieso war Thomas Salzer so leichtsinnig, alles in seinem Büro aufzubewahren? Ja, vermutlich hat er nicht damit gerechnet, dass er erschossen wird. Wir sehen uns morgen früh. Na, Oliver? Willst du was trinken? Mit den Polizisten redest du nicht. Aber mit mir kannst du da reden. Simsalabim. Komm. Gib sie mir wieder, Oliver. Jetzt sind deine Fingerabdrücke drauf. Die Polizei wird denken, du warst es. Mann, das war doch nur ein Spaß. Mach dir nichts draus. Wenn du bei mir bleibst, mach ich einen berühmten Pianisten aus dir. Du wirst noch mal besser spielen können als ich. Verspreche ich dir. Komm her, spiel mit. Morgen. Morgen. Ist was Neues vom Jungen? Nee, nichts Neues. Was meinen Sie denn? Lohnt es sich, über die Motive der beiden Frauen nochmal nachzudenken? Ach, die können Sie vergessen. Problem ist der Junge. Der mauert. Ja, Anne? Was? Gut, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir melden uns. Schlechte Nachricht. Der Junge ist weg. Er hat heute Morgen, als sein Onkel noch schlief, die Wohnung verlassen und ist seither nicht wieder aufgetaucht.
noch, hä? Also, die Streifenwagen sind jetzt alle informiert. Ja, 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 ja. Wunderbar. Aber wir können doch hier nicht untätig herumsitzen und Däumchen drehen. Und wo wollen wir anfangen zu suchen? Ja, ist ja gut. War nicht so gemeint. Ich fahr noch mal zur Mutter. Vielleicht hat die einen Tipp. Soll ich mich noch mal um den Onkel kümmern? Herr Bergmann, mein Name ist Hahn der Mordkommission. Ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Nein, nein, ich komme zu Ihnen. Frau Riemann, alle Polizeibeamten in der Stadt sind auf der Suche nach Ihrem Jungen. Und jetzt denken Sie gut nach. Hatte Ihr Sohn Oliver irgendeinen Lieblingsplatz, zu dem er immer wieder hingehen wollte? Ich habe ihn ja so lange nicht mehr gesehen. Früher, da hatte er sowas wie einen Lieblingsplatz. Er war damals 5 Jahre alt. Wenn wir in den Luitpoldpark gingen, da wollte er immer zu dem Obelisken. Kennen Sie den? Ja, Luitpoldpark, klar kenne ich. Werde ich finden. Und in der Nähe, da war so ein verwunschener Baum, eine Trauerbuche. Er wollte nie nach Hause, bevor wir nicht dort gewesen waren. Das ist ein Zauberbaum, sagte er immer. Da wohnt ein Zauberer. Hey, ich möchte aber mitkommen. Nein, 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 bitte. Bleiben Sie hier. Ist besser für Sie, glauben Sie mir. Wir benachrichtigen Sie sofort, wenn wir Ihren Jungen gefunden haben. Und ich finde ihn, das schwöre ich Ihnen. Sie auf mich? Ja, ich war gerade im Garten. Keine Angst, ich halte Sie nicht lange auf. Ich habe nur eine Frage. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wollen Sie reinkommen? Nein, nein, keine Umstände. Ich wollte Sie nur Folgendes fragen. Sie haben doch die Sache da oben entdeckt und die Polizei alarmiert. Ja, das habe ich. Hätte ich das nicht tun sollen? Doch, schon in Ordnung. Haben Sie danach den Bruder des Toten angerufen? Was für ein Bruder? Den Herrn Gideon Salzer. Wie käme ich dazu? Ich kenne ihn doch nur vom Sehen. Ich weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Und schon gar nicht seine Telefonnummer. Danke. Das wär's schon. Wiedersehen. Wie? Und das war alles? Tja, das hat sich gelohnt. Nehmen Sie doch Platz. Danke, ich stehe lieber. Haben Sie schon was Neues von Oliver gehört? Sie hätten besser auf ihn aufpassen müssen. Was hätte ich? Jakob von Salzer ist freiwillig mitgekommen. Ja, dann muss er genauso warten wie wir.
Oliver? Früher habe ich immer geglaubt, hier wohnt ein Zauberer. Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall könnte ich hier sein jetzt gut gebrauchen. Der mir die Wahrheit herbeizaubert. Mein Gott, setzen Sie sich doch endlich, wenn Sie schon hier sind. Hast du immer nicht, dass ich hier bin, ne? Ach, das spielt keine Rolle. Aber ich hätte Sie da gerne mal was gefragt. Ja, ja, bitte, fragen Sie. Am Mordabend sind Sie in die Wohnung Ihres Bruders gekommen. Sie haben gesagt, ein Nachbar hätte Sie angerufen. Ja, und? Ich habe im ganzen Haus nachgefragt, aber niemand hat Sie angerufen. Mein Gott, ich war völlig durcheinander. Das kann sein, dass ich das gesagt habe. Die Wahrheit ist natürlich, ich bin da rein zufällig vorbeigekommen. Habe ich Polizisten da rumstehen sehen. Da habe ich gefragt, was passiert sei. Fakt ist, Sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Oliver, Mensch, wo warst du denn? Oliver. Oliver! Du hast es getan! Du hast es getan! Oliver. Du hast meinen Vater getötet! Du! Oliver! Oliver! Er hat es getan. Sie haben sich gestritten. Er hat meinen Vater getötet. Hast du sehr gern deinen Onkel? Mhm. Ich hatte ja nur noch ihn. Und deine Mama. Thank you.